Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute russische Spezialitäten verkosten, euch ein bisschen was darüber erzählen und dann heute Abend auch selbst noch was zubereiten. Ich habe ja vor, ich würde jetzt sagen, einem halben Jahr angefangen, Russisch zu lernen. Ich verlinke euch meine beiden Videos, die ich diesbezüglich gedreht habe, unten drunter. Ich war gerade im Kaufland. Ich habe zwar gesehen, dass es hier in Leipzig einen russischen Supermarkt gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich dachte mir so, ich gucke erstmal, was ich in der Abteilung, die nennt sich glaube ich aus aller Welt oder so, im Kaufland an Produkten finde. Und das Erste, was ich euch jetzt zeige, aber was wir jetzt nicht testen werden, weil es ist 12.56 Uhr, ist ein wahrscheinlich typisches russisches Getränk, nämlich Wodka. Ich werde jetzt um 12.56 Uhr kein Wodka trinken, aber heute Abend, wenn ich selbst noch was zubereiten werde, dann werde ich den verkosten. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Wodka getrunken. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich würde es aber mal sagen, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt ein geringer, also mittelpreisig, teurer, was auch immer war. Aber auf jeden Fall, der ist für heute Abend. Und dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen was über den Wodka, weil da habe ich nämlich wirklich recherchiert. Ich muss zugeben, ihr wisst ja jetzt, wie spät es ist. Es ist genau Mittagszeit. Und ich saß im Auto und stand an der Ampel und hatte übelst Hunger. Und da habe ich dieses Produkt hier bereits geöffnet und probiert. Und es war eine sehr gute Sache. Und zwar sind es nämlich, also es nennt sich Gebäck mit Karamellgeschmack nach Art russischer Lebkuchen. Und so wie das auch aussieht, ich kann auch mal gleich einen rausholen, sind es auch russische Lebkuchen. Und ich habe die schon probiert, aber ich werde es jetzt nochmal probieren, weil ist jetzt auch wieder ein Stückchen Zeit vergangen. Und es ist so unfassbar lecker. Diese Karamellnote, die durch was auch immer hier an den Inhaltsstoffen da entsteht, ist so lecker. Also die kann ich nur empfehlen, wenn es sie bei euch im Kaufland auch gibt und ihr mal richtig leckere Karamell-Lebkuchen jetzt gerade in der Weihnachtszeit probieren wollt, dann sind halt in dieser Abteilung, wo, also ich sag mal in der internationalen Abteilung, sind sehr, sehr lecker. Das nächste Produkt ist jetzt wieder was ganz anderes. Und die Vorstellung, gerade nach einem Karamell-Lebkuchen gebratene Sprotten in Tomatensauce mit Köpfen zu sehen, zu essen, also die Köpfe werde ich nicht essen, aber ich zeige es euch erstmal, ist gerade ein bisschen lustig. Ich habe gerade gelesen, hier steht drauf, dass man die nach dem Essen in den Kühlschrank tun soll und dann 24 Stunden später, also innerhalb von 24 Stunden aufessen soll. Wenn es mir gut schmeckt, dann mache ich das. Wenn nicht, dann friere ich die ein und dann kriegt Philipp die das nächste Mal, wenn er vorbeikommt. Darf die auch probieren. Er musste jetzt, als er das letzte Mal hier war und Karl hergebracht hat, musste er zum Beispiel alles mitnehmen, was Laktose enthält, weil ich darauf reagiert habe. Also von daher, ich brauche erstmal eine Gabel, um das zu öffnen und um es rauszuholen. Ich habe den mitgenommen, weil Tomatensauce ja eigentlich ganz gut klingt. Und wenn das so schmeckt wie Tomatenfisch, dann ist es gut. Sieht ein bisschen aus wie Hundefutter. Keine Ahnung, ich habe noch nie Hundefutter aus der Nähe gesehen. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt hier keine Köpfe. Oh, doch, hier guckt mich einer an. Wie groß sind die? Wo ist hier der Kopf? Boah. Unter Umständen habe ich gerade Gänsehaut. Boah. Wieso ekelt mich das denn so? Ich hoffe, ich habe jetzt den Kopf abgemacht. Naja, es ist halt Tomatenfisch. Der Fisch ist ganz schön zäh. Wahrscheinlich habe ich die Kreten mitgegessen oder doch den Kopf. Aber ist okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Aber ich werde es einfrieren und definitiv nicht heute noch verzehren. Da hat Philipp dann auch was davon. Das nächste Produkt ist gesüßte Kondensmilch. Ich habe keine Ahnung, ob das ein typisches Lebensmittel aus Russland ist. Aber zum einen war das mit dort in der Abteilung, zum anderen habe ich das schon öfter mal gesehen. Und Punkt 3, guckt euch mal bitte diese kleine Dose an. Und dann hat die sogar noch einen Öffner. Ich fand die Dose so süß. Ach so, was mir gerade auffällt, das ist ja wahrscheinlich nicht laktosefrei. Oh.
Ja, hier steht russische Küche drauf. Na dann. Also zu Kaffee oder Tee auf Waffeln und Krebs. Boah. Ich hab schon wieder gesagt, boah, ist das ekelhaft. Boah, ich komme gar nicht klar. Ne. Und das, was ich jetzt noch testen werde, ist ein typisches russisches Gericht. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, weil ich habe das tatsächlich in meinem Russischkurs auch gelernt. Aber die Sache ist, dass es schon zu lange her ist und ich jetzt mir nicht mehr ganz sicher bin, wie man das ausspricht. Das ist diese rote Bete-Suppe. Und diese werde ich heute Abend auch selbst zubereiten. Ich werde jetzt das hier verkosten und werde heute Abend dann auch nochmal einen Geschmackstest machen, also dann einen Vergleich. Ich werde es mir jetzt erstmal was davon in eine Schüssel tun und warm machen. Ich finde, es sieht übelst lecker aus. Und falls mir das richtig gut schmeckt, dann werde ich das jetzt zum Mittagessen. Es ist nämlich eine, die muss nur warm gemacht werden, das ist eine fertige Suppe so. Und dann werde ich das zum Mittagessen und wirklich nur noch was Kleines für heute Abend für den Geschmacksvergleich übrig lassen. Es riecht echt lecker. Also, es ist sehr lecker. Es schmeckt natürlich sehr nach Rote Bete, weil das ja der Hauptbestandteil ist und man muss Rote Bete mögen. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr lecker. Ich bin super gespannt, wenn ich das dann selbst zubereite, wie das dann schmeckt. Ich möchte jetzt selbst nochmal diesen Borscht, falls man das so ausspricht, zubereiten. Ihr seht da hinten den Topf, da ist das andere drin für den Vergleich. Rezept habe ich, wie gesagt, hier raus. Ich suche das jetzt eben nochmal raus. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht zur Übersetzung noch irgendwie ein Hilfsmittel suchen muss. Eigentlich ist mein, also für Kochbuch reicht mein Englisch normalerweise. Achso, und jetzt ist Zeit, den Wodka zu probieren. Auch wenn die Russen den Wodka nicht wirklich erfunden haben, haben sie ihn doch gerne in ihre Kultur integriert. Das fand ich irgendwie mal süß formuliert. So, dass sie sich darüber freuen, dass mittlerweile bei fast allen Menschen Wodka mit Russland verbunden wird. Wodka ist oft das erste Getränk, das die Leute mit Russland assoziieren. Das habe ich gerade gesagt. Seit Jahrhunderten ist er nun schon Segen und Fluch für das Land. Also, das finde ich irgendwie. Also, ich weiß nicht, es ist halt das typische Klischee, aber das Klischee ist zum Teil halt einfach wahr. Und die Russen freuen sich auch, dass sie damit so mehr oder weniger in Verbindung gebracht werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil ich habe irgendwas gelesen, von wegen, dass man sich vorstellt, dass die Russen die ganze Zeit nur am Wodka trinken sind und alle Russen und was auch immer. Aber dass das halt nicht so ist. Und dass es halt auch scheinbar viele Russen gibt, die gar keinen Alkohol trinken oder so, was weiß ich. Ich habe es nur überflogen, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Aber das wäre dann halt der Punkt bezüglich Segen und Fluch. Genau, und zu den russischen Trinktraditionen. Aber da muss ich mir erstmal meinen Wodka einfüllen. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das gerade will. Aber es passt halt zum Thema und ich habe, glaube ich, wirklich noch nie Wodka getrunken. Desinfektion und das ist halt okay. Ich mach definitiv kein ganzes Glas. Zählt das als halbes Glas? Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Also zu den russischen Trinktraditionen. Was ich ziemlich lustig fand, das erste, was ich gelesen hatte, war der sogenannte Strafschnaps. Also wenn jemand zu spät kommt, wenn sich halt Leute treffen zum Feiern, zum Trinken, zum Spieleabend und es gibt aber Alkohol oder zum Essen, was auch immer, und einer kommt zu spät, dann muss er zur Strafe erstmal einen Strafschnaps trinken. Das finde ich ziemlich lustig so. Beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Es ist halt eine, naja, das klingt jetzt doof, aber es ist halt jetzt gar nicht so eine schlechte Sache. Wer da keinen Bock drauf hat, muss dann nämlich einfach pünktlich kommen. Genau, dann zwischen dem ersten und dem zweiten Glas sollte man nichts essen, wieso auch immer. Auf jeden Fall legen die da Wert drauf, dass da die Pause recht kurz ist und man sich nicht dazwischen noch eine Grundlage, also den Magen füllt, ne? Genau, bei jeder Runde gibt es Trinksprüche. Ich kann einen, den werde ich euch gleich aufsagen. Und bevor man geht,
also oder beziehungsweise wenn man vorhat zu gehen aus einer Runde, wo es halt Alkohol gab und so, dann trinkt man, also ist das halt so Sitte, dass man dann noch das letzte Glas praktisch trinkt zum Abschied. Und wenn man das Glas fallen lässt, wenn man schon zu betrunken ist, dann muss man da bleiben. Ich weiß nicht, das wurde irgendwie mit so Alkoholtest verglichen, praktisch, dass es dann besser ist, wenn man nicht mal mehr das letzte Glas dann halten kann. Auch wenn es so ein kleines, leichtes Glas ist, dass es dann vielleicht Sinn macht, dann dort zu bleiben. Bevor ich jetzt mit dem Kochen anfange, werde ich jetzt den Wodka trinken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lecker schmeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der überhaupt nach irgendwas schmeckt. Und mir geht es heute zur Abwechslung mal abends echt gut, was meine Verdauung angeht. Ich habe nämlich heute wirklich fast nur vegan, ab Mittag nur vegan oder fast nur vegan gegessen und das scheint nicht ganz gut zu vertragen. Also, Nastrovje. also, was soll ich sagen? Es schmeckt besser als ich dachte. Und das kann man eigentlich gar nicht so schlecht wegtrinken. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Was habe ich? Ich habe so einen Zuckerrohr-Schnaps oder wie man das nennt da, den man für Caipirinha braucht. Und das finde ich richtig eklig in pur. Ich habe da dran gerochen, ich habe es gekostet, weil ich wissen wollte, wie es in pur schmeckt. Weil am Caipirinha oder so ist es halt übelst lecker. Und das fand ich echt eklig. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, aber... Also, ich weiß nicht wieso. Es schmeckt halt nach nicht viel, aber es schmeckt nicht schlecht. Und man kann es jetzt eigentlich ganz gut wegtrinken. So. Habe ich jetzt auch mal Wodka probiert. Habe ich jetzt hier eine Flasche Wodka rumstehen. Super. Und kenne mich überhaupt nicht aus bezüglich irgendwas mischen. Aber jetzt kochen wir das Borscht. Was auch immer. Und ich würde sagen, es gibt jetzt einen fetten Zeitraffer, wo ich erstmal alles Gemüse klein schneide, Würfel, was auch immer. Sieht auf jeden Fall genauso aus wie im Rezept. Bloß die lustige Tatsache ist einfach, dass ich mich nur an das Rezept gehalten habe. Nur von den Inhaltsstoffen, aber ansonsten gar nicht. Ich habe natürlich schon ein bisschen abgeschmeckt und festgestellt, dass es ein bisschen scharf geworden ist, weil, wie ihr seht, da hinten weißer Pfeffer und so. Ich werde es jetzt nochmal verkosten. Und kann hier jetzt noch ein Bild einblenden, wie es aussah, während ich das zubereitet habe. Das sah nämlich so schön aus. Das war ganz am Anfang, wo alles im Topf war. Ich fand es so schön. Ich werde das jetzt probieren, dann nochmal das andere vergleichsweise probieren. Und bin mal gespannt. Und zwar mache ich vegane Kochcreme auf Kokosbasis noch ran. Dementsprechend ist es komplett vegan und laktosefrei. Und sieht halt, oh mein Gott, das sieht so schön aus. Also, es ist sehr lecker. Die Sahne hat die Schärfe wirklich neutralisiert. Und ich würde jetzt fast sogar noch ein bisschen Salz dran machen, glaube ich. Ich esse das andere jetzt einfach aus dem Topf. Muss bloß vorsichtig machen, weil beschichteter Topf und Metalllöffel. Also, ist irgendwas dran, was noch ein bisschen anders schmeckt. Ich gucke jetzt mal auf die Inhaltsstoffe. Ich habe das Glas ausgewaschen, weil ich Marmelade machen möchte. Zwiebeln hatte ich nicht, das stimmt. Weißkohl. Bei mir stand gar nichts von Weißkohl da drin. Oder ich habe es überlesen oder ich habe es mir falsch übersetzt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich fand meine kleine Exkursion in die russische Küche mal sehr interessant. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, gerade jetzt auch mit dem Rezept bzw. den anderen Sachen da irgendwas nachzukaufen oder sowas. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke mir mal mein letztes Video unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.